Das ging jetzt sehr schnell und auf Englisch. Wir machen es gleich nochmal in Ruhe, auf Deutsch und persönlich. Herzlich willkommen live aus Zürich, Stefan Kunz. Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht nochmal so zum Einstieg als Erklärung für uns Laien, Hand Lettering Artist. Was genau versteht man darunter? Ja, man kann sehr viel darunter verstehen. Also starten tut es natürlich, dass wir Buchstaben und Wörter auf die schönste Art und Weise malen, dass wir das auf die prägnanteste und fühlbare Art zeichnen, weil Wörter sind einfach sonst langweilig, wenn man sie nur so ausschreibt, wenn man sie nur von Hand schnell skizziert oder so, oder nichts Vergleichbares mit einer Handschrift oder was man auf dem Zettel schreibt, sondern wir wollen es wirklich schön rüberbringen und so, dass es auch gern gelesen wird. Das ist mir sehr wichtig. Okay, das heißt, der Unterschied jetzt zu einem Grafikdesigner, der in InDesign irgendwas setzt, wäre tatsächlich, dass ihr es mit der Hand macht, sozusagen. Genau, also es gibt so drei Unterschiede. Es gibt einen Lettering Artist, es gibt einen Kalligraphist und es gibt auch noch einen Typografen. Der Typografe designt ein Buchstabenset von A bis Z, dass man diese Buchstaben dann auch in der Schrift verwenden kann, also am Computer, in einem Grafikprogramm. Der Kalligraphist, der lernt einen spezifischen Stil schön zu schreiben und er schreibt es in einem Zug mit der Hand. Also er drückt genau im richtigen Moment, macht die richtigen Bewegungen. Und ein Lettering Artist, der unterscheidet sich dadurch, dass er eigentlich Buchstaben auf jede Art und Weise schreiben kann, aber dann halt auch nur Wörter so zusammensetzt, wie man sie nur einmal sieht. Also gerade dein Logo für die Mondscheinshow, das wäre genauso ein Projekt, was ich annehmen würde, wo ich dann genau dieses Logo, dieses Design einzigartig machen würde, so dass es dann nachher auch raussticht von der Masse und nicht irgendwie aussieht wie ein Font oder irgendwas, was man schon gebraucht hat. Okay, okay, also es sind Unikate, die da entstehen letztendlich. Ganz genau. Okay. Jetzt interessiert mich persönlich, wie du da hingekommen bist. Im Video erwähnst du ja, dass du in Afrika geboren bist. Wie lange hast du da gelebt in Benin? Wir sind als ich 5 war, sind wir zurück in die Schweiz gekommen. Und ich habe nur die ersten 4 Jahre dort gelebt. Und dann waren es 13 oder ja, nee, dann ab dem Moment waren wir dann eigentlich in der Schweiz. Also dort bin ich danach aufgewachsen, groß geworden, in die Schule gegangen und so weiter. Hast du irgendwelche Erinnerungen an die Zeit in Afrika noch? Oder es ist natürlich sehr früh. Ich weiß gar nicht, ob man sich an sowas noch erinnern kann. War effektiv sehr früh, eine sehr frühe Zeit. Ich habe selber kaum Erinnerungen. War jetzt auch nicht wieder dort, genau auch aus dem Grund, weil es für mich jetzt nicht so eine Nähe hat, aber natürlich, wie wir aufgewachsen sind als Familie und was meine älteren Geschwister auch mitgenommen haben, das hat uns als Familie auch sehr geprägt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Warst du so ein Kind, das schon immer irgendwie künstlerisch unterwegs war, kreativ war? Ich habe es geliebt, mit Bleistift und Papier zu malen. Also ich war eigentlich immer unterwegs. Ich hatte irgendwie Papiere und Sachen ausgefilmt. Ich hatte sogar einen, sollte ich eigentlich nicht erzählen, meine Mutter würde es nicht gern haben, aber ich habe meinen Mülleimer halt immer erweitert mit Papieren drumherum, dass es einfach noch größer wird, dass ich nicht zum Mülleimer gehen musste, weil ich natürlich so viel Papier verschwendet oder verbraucht habe. Verschwendet ist ein schlechtes Wort jetzt. Aber als Kind habe ich gemalt und gemalt und wirklich meine Kreativität aufs Papier gebracht und alles, was ich mir erdenken konnte, versucht dann zu malen. Okay, krass. Also schon als Kind begonnen, hast du auch die Wände angemalt oder so, wenn du gerade deine Mutter erwähnst? Nein, die Wände habe ich nicht angemalt, aber ich kann mich noch erinnern, dass meine Lehrer, weil ich auch im Unterricht sehr viel gemalt habe, besonders wenn es mir ein bisschen langweilig war, ich habe natürlich zugehört, das sagen dann nachher natürlich die Lehrer, sagen, wollen das ab, wollen das nicht wahrhaben, aber ich habe wirklich zugehört in den Unterrichten. Ich konnte mich viel besser konzentrieren, wenn ich gemalt habe. Aber ich bin wirklich zu einem Punkt gekommen, wo dann ein Lehrer mir das verboten hat, zu malen in seinem Unterricht. Und das hat dann auch gerade so in dieser Ende der Sekundarschule hat es dann nachher auch langsam zurückgezogen von Malen. Und ich hätte eigentlich liebensgern weitergemalt und durchaus, aber im Gymnasium, also in der Schweiz, im Gymnasium habe ich danach eigentlich aufgehört zu malen und erst später, wo ich dann in die Kunstschule gegangen bin und ein Jahr probiert habe, habe ich da wieder angefangen, aber dann
gab es einen großen Wandel, da bin ich in die Bank gegangen. Okay, krass. Also das war jetzt sehr viel auf einmal. Du hast aufgehört zu zeichnen oder ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, dann warst du fertig ja. im Gymnasium. Dann hast du jetzt erwähnt Kunst. Also es, du wolltest in die Richtung gehen, Grafikdesign oder Kunst, weiß ich nicht, Kunstakademie? Genau, mein Traum war es wirklich, Künstler zu werden, also Grafikdesigner zu werden. Eigentlich ähnliche Fußstapfen, wie mein Bruder es vor mir gegangen ist. Und der hat eine Grafikausbildung gemacht und es war dann auch so mein Weg, den ich gehen wollte. Dort aber kein Platz gefunden, also keine Stelle gefunden, die ich nehmen konnte. Und dann irgendwann mal dann gefunden, so okay, Plan B, ganz andere Richtung. Wenn es nicht Kunst ist, dann versuchen wir doch mit Geld. Bin ich in die Bank gegangen und natürlich eine Schweizer Bank, die UBS, meine Ausbildung dort dann angefangen. Aber dann nach 3,5 Jahren dann auch gemerkt, so okay, das wird's nicht sein. Das ist jetzt auch nicht meine Leidenschaft. Und natürlich die Leute, die ich dort in der Bankenwelt kennengelernt habe, die hatten dann auch alle das Gefühl gehabt, dass Kreativität, das ist ja was komplett anderes. Und alle meine Freunde, die ich schon früher kannte, die hatten auch gefunden, so Bank, das passte gar nicht zu dir. Und deswegen war ich so in zwei verschiedenen Welten aktiv. Als ich dann gekündigt habe, sind dann auch wieder diese Welten dann zusammengekommen, wo ich dann effektiv wieder kreativ arbeiten konnte, mich kreativ austoben konnte. Und in der Zwischenzeit natürlich auch ganz viele andere Träume gehabt. Also ich wollte Filmemacher werden, ich wollte Fotograf werden, ich hatte alle Aspirationen, Sachen zu werden, die ich mir vorstellen konnte, von Produktdesigner zu Architekt, halt irgendwas Kreatives, etwas, wo ich meine Kreativität auch wirklich nutzen könnte. Spannend, ja krass. Das heißt, das war so eine Zwischenphase damals in der Bank, so ein Ausbrechen, vielleicht mal was anderes versuchen. Würdest du im Rückblick sagen, hat dir das was gebracht? Also ich meine, du warst vorher kreativ, jetzt bist du wieder da gelandet. Was nimmst du mit aus dieser Phase oder was verschwendete Zeit? Nein, verschwendete Zeit war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, jeder Schritt, den man im Leben macht, egal was es ist, auch wenn es in eine komplett andere Richtung geht, ist unglaublich, unglaublich lehrenswert. Also man lernt unglaublich viel daraus. Und ich persönlich habe dann natürlich auch Erfahrungen gemacht, die ich sonst nie hätte machen können. Also in einem Großraumbüro zu arbeiten, so in dieser ganzen Finanzwelt, auch alles über Finanzen kennenzulernen. Also von wie sollte man ansparen, was sollte man auf dem Konto haben, wie tut man anlegen, wie funktioniert das mit der Hypothek. Das sind alle solche Themen, die hätte ich sonst alleine nie gelernt. Und ich merke, es fehlt dieses Wissen, fehlt in dieser Industrie, wo ich jetzt gerade bin, dass viele Leute über Finanzen also viel zu wenig wissen. Und es ist eigentlich so ein wichtiger Teil, genauso wie man nicht lernt, wie tut man unbedingt Projekte an Land holen, wie tut man mit Kunden Preise vereinbaren. Das sind solche schwierige Themen, die dann oft in der Welt der Kunst dann nachher nicht erklärt wird, wo man dann sagt, so ja, jetzt geh los, mach du deine eigenen Erfahrungen und finde es selber heraus. Und das fand ich dann halt sehr spannend, weil ich das auch viel lernen konnte, viel davon auch profitieren konnte und natürlich auch Kundengespräche führen. Also wer lernt es schon in dem Alter auch schon Kundengespräche zu führen in der Kunstszene? Also das war sehr, sehr neu für mich und auch eine unglaublich gute Erfahrung. Also ich komme aus diesen, was sind es, 3,5 Jahren, die ich dort gearbeitet habe, komme ich raus mit sehr viel Erfahrung, die ich sonst nie gemacht hätte und für die ich sehr dankbar bin. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es an der Kunstakademie keinen Kurs für Kundengespräche gibt. Was mich noch interessieren würde, dann irgendwann bist du weg von der Bank, hast es aufgegeben, hast gekündigt, hast du gesagt. Wie hat sich der Moment angefühlt? War für dich schon klar, wo es hingeht? Wusstest du, was du machst? Hattest du irgendwie schon ein zweites Standbein oder war das so ein Schritt ins Ungewisse? Es war ein sehr großer Schritt ins Ungewisse. Ich hatte damals Gott gefragt persönlich, wie sieht die Zeit danach aus? Soll ich diesen Schritt machen? Soll ich jetzt künden? Und Gott hat gesagt, du kannst künden, du kannst auch noch weiterarbeiten. Und ich fühlte mich so in dem Moment, als ich könnte das noch 5 Jahre machen, aber nach 5 Jahren wäre ich komplett fertig mit dem Job und ich könnte nicht länger bei der Bank arbeiten. Und dann dachte ich, warum das auszuzögern? Ich mache es doch sofort. Und
Und Gott hat mir dann auch gesagt, so, ja, dann wirst du in so ein Zwischenkapitel kommen. Und genau dieses Zwischenkapitel war sehr, sehr unrosig. Also nicht ein schönes Gefühl, in so ein Zwischenkapitel zu kommen, weil ich nicht wusste, was kommt. Ich dachte dann, wenn ich dann an dem Endpunkt, wenn ich dann aus der Bank rauslaufe, dann weiß ich, was ich als nächstes machen muss. Aber es hat effektiv mehr als ein Jahr gebraucht, bis ich dann gewusst habe, okay, Lettering wird es jetzt sein. Weil das sah überhaupt nicht so aus damals. Ich hatte ein zweites Standbein, ich hatte Hochzeit fotografiert zu der Zeit und hatte auch damit auch ein bisschen Geld verdienen können. Und erst später dadurch habe ich dann nachher auch diesen Wandel von der Zeit, die ich dazwischen hatte, wo ich nicht wusste, was ich genau mache und auf was ich mich wirklich konzentrieren, wo ich mich wirklich fortbilden möchte, habe ich dann einfach das gemacht, was mir vor den Füßen lag. Und irgendwie war Instagram und Lettering war genau die zwei Sachen, auf die ich am meisten Interesse gezeigt habe und mich dann auch immer wieder und wieder Zeit rein investiert habe. Und dann plötzlich 2017, es hört sich so plötzlich an, aber es war natürlich so langsam der Lauf, wo es dann gezeigt hat, das macht jetzt Sinn. Ich habe ein Buch, das rauskommt, ich habe einen Kurs, der produziert wird, ich wachse auf Instagram, ich habe Kunden, die mir anschreiben. Das sieht sehr gut aus und ich habe dann mich entschieden an dem Moment, okay, ich fokussiere mich genau nur auf das und ich setze alle meine Karten auf diese Kunstart und habe das jetzt für die letzten, was sind es jetzt, über 5 Jahre jetzt wirklich auf das gesetzt und nur auf das gesetzt. Okay. Also krass. Erstmal auch, so wie sich's anhört, einen Schritt im Glauben gemacht aus der Bank raus. Was du in deinen Videos auf YouTube, wenn ich da so ein bisschen gucke bei dir, was immer wieder vorkommt und das hast du jetzt noch nicht erwähnt, ist diese 100 Day Creative Challenge. Erzähl mal, was das ist und welche Rolle das so für dich gespielt hat. Die 100 Day Creative Challenge war wirklich eine von den verrücktesten Ideen, die ich jemals gemacht habe. Also ich war 2015 kam ich über so einen Post auf Instagram, wo Leute aufgerufen haben für diese Challenge und ich dachte mir, ja 100 Tage, easy. Ich habe tausende von Ideen, ich glaube Ideen wird es mir nicht mangeln, ich kann das easy machen und 100 Tage ist ja nicht so lang. So, ich habe es angefangen. Ganz kurz, da muss man quasi jeden Tag irgendetwas Künstlerisches machen oder was Kreatives oder was ist die Vorgabe? Genau, die Vorgabe ist eigentlich sehr einfach, 100 Tage lang etwas Kreatives jeden Tag zu machen. Also nicht an einem Tag 10 Sachen und danach die nächsten 9 Tage ein bisschen ausruhen, sondern wirklich innerhalb von mehr oder weniger 24 Stunden etwas Neues zu erschaffen und es dann halt auch zu teilen. Und für mich als Lettering Artist war es danach sehr wichtig, dass ich dann auch nur Wörter gebrauche. Also meine Kunst hatte immer irgendwas mit einem Wort zu tun und am Schluss, am Ende sollte das Bild ein Wort repräsentieren oder ein Satz oder irgendwas in der Art. Aber Wörter waren zentral in meiner Kreativität, die ich da rausgebracht habe. Und das für 100 Tage war dann wirklich effektiv ein Challenge, weil nach nur 6 Tagen hatte ich keine Ideen mehr und ich war wirklich schon plötzlich so, okay, jetzt was. Ich bin aufgestanden, habe dieses weiße Blatt Papier angeschaut und angestarrt und gedacht, okay, ich bin jetzt verloren. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann. Und so gedacht, so 94 Tage weiter so zu warten und das, diese weiße Seite anzustarren, das war keine Voraussetzung für mich. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit, weil ich gemerkt habe, ich muss einfach machen. Wir haben so viele Ausreden, warum wir es nicht machen, warum wir es rausschieben. Und es hat mir dann echt einen Tritt in den Hintern gegeben, den ich sonst nie so erlebt habe. Und von dieser Kreativität oder kreativen Zeit habe ich bis heute noch davon gezerrt. Und es war echt eine sehr starke und herausfordernde Zeit. Ja, krass, danke dir. Jetzt haben wir schon so viel drüber geredet, genug der Worte vielleicht an der Stelle mal. Wärst du bereit, uns eine kleine Kostprobe zu geben, wie so Handlettering aussieht live, wenn du was schreibst? Unbedingt. Thank you.
Oh, wow. Krass. Und das jetzt in der kurzen Zeit. Das genau. Sieht schon heiß aus. Wahnsinn. Ja, super. Also vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Das war sehr eindrücklich, sehr beeindruckend auch. Jetzt inzwischen, wir haben von deinen Anfängen geredet, wenn wir jetzt mal in die Gegenwart springen, du bist als Letterer, als Künstler, als Influencer ja jetzt schon aus meiner Sicht ziemlich erfolgreich. Du hast Hunderttausende, die dir folgen, du hast mit riesigen Firmen zusammengearbeitet, gerade vor kurzem irgendwie für Porsche ein Auto verschönert, verziert. Aber was in deinem Instagram-Account immer noch ganz oben gepinnt ist, was wir auch vorhin in dem Video kurz gesehen haben, ist so Coca-Cola am Times Square. Wie hat sich das für dich angefühlt damals, als das da zu sehen war? Es war 2018, da habe ich mir eine Notiz gemacht und angefangen, meine Träume da aufzuschreiben. Auf diese Träumliste habe ich mir wirklich alles aufgeschrieben, was ich mir nur hätte vorstellen können, was ich mir gewünscht hätte. Und ich habe dann einfach mal aus dem Nichts draufgeschrieben, auf Times Square irgendein Design von mir drauf zu haben. Und die Geschichte natürlich war dann, ja, ich glaube, dass es irgendwie vielleicht mal in 5 Jahren passieren könnte, vielleicht in 2023 oder so, aber jetzt nicht 2018, nicht in dem Jahr, wo ich es mir aufgeschrieben habe, weil da war ich noch so frisch drin, ich habe das noch nicht so lange gemacht, das muss ein erfahrener Künstler machen. Auf jeden Fall, so hatte ich es geglaubt und kurz darauf, also wirklich 1-2 Monate später, kam dann Coca-Cola, hat mich dann angefragt für eine Kampagne. Es war die Kindness-Campaign, die sie im November gemacht hatten. Und da haben sie mich gefragt, dann irgendwas zu gestalten. Bis jetzt noch keine Rede vom Times Square. Und ich habe dann mit denen auch das alles verhandelt, auch die Preise verhandelt. Und irgendwann mal war es so, kurz davor den Vertrag zu unterschreiben. Und ich habe den Vertrag nochmal genau durchgelesen, weil ich gelernt habe, das muss man machen, das sollte man machen. Und dann habe ich eine Klausel gesehen, genau bei der Bank, die AGBs, die will man nicht einfach so abdrücken. Aber ich habe da eine Klausel drin gesehen, dass sie mit meinem Design, das können sie für alles verwenden. Und da war ich dann so, warte mal, das braucht ihr gar nicht. Also wenn ihr das nicht braucht, dann muss es auch nicht im Vertrag stehen, weil wir diesen Preis anders verhandelt haben. Und ich habe dann sie auch gefragt, so, ja, warum steht das jetzt denn so drauf? Weil theoretisch, nicht, dass sie es würden, können sie mein Design auf jede Coca-Cola-Dose draufdrucken. Für das könnte ich natürlich ein bisschen mehr Geld verlangen, war in meinem Kopf und mein Gedanke. Und dann haben sie gesagt, so, hey, das wussten wir bis jetzt noch nicht, deswegen haben wir es offen behalten, aber dein Design wird dann auf Times Square gezeigt. Und da sind dann meine Augen so aufgegangen. Und ich dachte so, kann nicht wahr sein, das ist ein Traum. Und ich war, wo ich das gelesen habe, diese E-Mail-Antwort, bin ich gerade aufgewacht oder noch im Halbschlaf. Und dann wollte ich sofort den Vertrag unterschreiben, war kurz davor und dann habe ich gesagt so, warte mal, ich schlafe jetzt nochmal aus, ich schaue das mir nochmal morgen nochmal genau an. Und tatsächlich, es stand immer noch da, es war immer noch genau schwarz auf weiß und ich habe es dann alles unterschrieben und war dann echt glücklich, wo ich das dann nachher gesehen habe. Leider konnte ich das persönlich nicht sehen, aber ich habe die Fotos gekriegt und es ist wirklich eindrücklich, das dort zu sehen auf dieser großen Leinwand. Hammer, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt mal so ehrlich gefragt, mal angenommen, das würde alles irgendwie aufhören, würdest du auch noch kreativ sein, würdest du noch Lettering machen, wenn es niemand anschauen würde, wenn du 100 Follower hättest und wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Oder würdest du dann was Neues dir suchen? Sehr spannende Frage und trifft natürlich mich sehr ins Tiefe, weil ich mir natürlich auch schon seit mehreren Jahren am Überlegen bin, was als nächstes kommt und lustigerweise auch sehr ähnlich fühle als genau der Zeit nach der Bank, wo ich dann aufgehört habe, wo ich dann nachher nicht wusste, was danach kommt, mich wieder so in einem Zwischenkapitel gefühlt habe. So fühlt es sich momentan an und ich weiß nicht, was danach kommt. Und ich bin aber auch gewiss, dass Gott dann einen sehr klaren Plan hat, weiß auch genau, was danach sein wird. Aber ich bin es auch am Herausfinden, weil natürlich sehr viel von meiner Zeit über die letzten Jahre sehr da reingegangen sind. Ich ziemlich alles gemacht habe, was ich eigentlich hätte machen wollen mit Lettering. Und natürlich, schreiben und schön zu malen, das wird immer bleiben. Also ich
wird er immer noch dieses Finesse haben, um irgendwas Cooles zu machen. Aber ob das wirklich das noch für die nächsten Jahre sein wird, das weiß ich nicht. Ob ich das für die nächsten 10 Jahre machen werde, weiß ich nicht. Könnte dieses Jahr aufhören, könnte nächstes Jahr aufhören, könnte aber auch erst in 20 Jahren aufhören, weiß ich nicht. Ich habe immer wieder herausgefunden, wie man das weiter pushen kann, wie man da weiter sich ausbilden kann und neue Sachen auszuprobieren. Also ich finde immer neue Challenges, die mich da herausfordern. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil, weil egal, was man macht, irgendwann mal verleitet es wahrscheinlich einem sehr schnell. Und dann muss man halt immer herausfinden, was kommt danach oder wie kann ich mich weiter pushen in dem gleichen Bereich und das dann nachher was Neues herausfinden. Ja, krass. Also die Zukunft ist offen. Wir wünschen dir, egal wie sie aussieht, auf alle Fälle alles Gute. Wenn ihr zu Hause sagt, ihr wollt mehr von Stefan Kunz sehen, natürlich auf YouTube, Instagram, TikTok. Aber was machen Leute, die sagen, hey, das hat mich jetzt motiviert, das will ich mal ausprobieren. Ich schreibe mich für so einen Kurs von dir ein. Findet man das auch über deine Social-Media-Kanäle einfach? Auf jeden Fall. Also man findet alles bei mir über Instagram und der Webseite, findet man meine Kurse, findet man auch Wege, wie man mich erreichen kann. Und natürlich, wenn jemand das interessiert, man kann auch meinen Kurs einfach ausprobieren, zu schauen, ob das einem passt oder nicht. Ich unterrichte wirklich von Anfang an, erkläre meine Prozesse, wie ich mir das selber beigebracht habe. Und ein Ziel davon ist natürlich auch, Leute zu begeistern, irgendwas Neues auszuprobieren. Also diese Kunstart ist irgendwas, wie sich Leute ausdrücken können. Weil ich habe auch erst vor kurzem einen Spruch gesehen vom Roger Federer, der heißt so, it's nice to be important, but it's more important to be nice. Und dieser Satz, extrem stark, extrem cool. Und es hat mich sofort berührt und es ist sofort ein Schrei nach mir, für nach außen das allen anderen auch zu kommunizieren. Und so habe ich das auch immer mit Bibelversen gemacht. Ich habe das mit Sprüchen gemacht, die mich sehr bewegt haben. Und ich möchte damit auch andere Leute bewegen. Also ich habe auch ein Buch rausgebracht mit 60 solchen Designs, die ich auch auf Instagram geteilt habe, wo Leute das als Kaffeetischbuch benutzen dürfen. Aber eben diese Art von, wie man sich ausdrücken kann, wie man das genau auch mit anderen Leuten teilen kann, wie man eine Wand verschönern kann oder halt auch nur eine schöne Grußkarte machen kann, das kann unglaublich viel Freude bringen, auch für sich selber, um das selber auszuprobieren, aber auch anderen das zu schenken und es mit anderen zu teilen. Alright, ich glaube, es ist jetzt auch kein Zweifel mehr, dass du genau der Richtige bist, um einen dafür zu motivieren und auszubilden. Danke dir fürs Interview. Danke dir.